Moin Leute, wenn ihr dieses Video fertig geguckt habt, dann platzt euer Bankkonto. Mal im Ernst, in diesem Video haben wir ein paar Tipps für den Umgang mit Geld. Jeder von uns hat bestimmt Glaubenssätze zum Thema Geld. Ein paar davon sind echt negativ und schaden euch. Was fällt euch zum Beispiel bei dem Wort Millionär ein? Drückt mal kurz Stopp und schaut, welche Gedanken bei dem Wort hochkommen. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Viele Leute wollen selbst gerne viel Geld verdienen. Sie haben aber Glaubenssätze wie Millionär sein heißt andere ausbeuten. Oder auch ich habe einfach zu wenig Geld. Und der Klassiker, ich bin es nicht wert, viel Geld zu verdienen. Wichtig für euch, untersucht mal, welche Glaubenssätze ihr zu Geld habt und macht euch klar, dass ihr die ändern könnt. Okay. Wenn ihr eure negativen Glaubenssätze jetzt mehr und mehr erkennt, dann haltet doch mal Ausschau nach positiven Glaubenssätzen. Ein guter ist, mein Einkommen richtet sich an dem Wert, den ich für andere stifte. Oder anders gesagt, je mehr ihr das Leben von euren Mitmenschen geiler macht, desto mehr verdient ihr. Hier ist Jan mit seinen Muffins. Jans Muffins schmecken erste Sahne. Der Miam-Miam-Miam-Effekt ist dann der Wert, den er für jede Person erzeugt. Und diesen Wert kann er dann möglichst vielen Menschen liefern. Anders als Jan knüpfen viele Leute ihr Gehalt an ihre Arbeitszeit. Ich arbeite eine Stunde, deshalb bekomme ich einen festen Stundenlohn. Das limitiert euch total, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Jan hat für seine ersten 12 Muffins 4 Stunden gebraucht. Jetzt hat er sein Rezept perfektioniert und den Backablauf verbessert. Nun kann Jan 250 Muffins in 4 Stunden backen und die schmecken sogar besser. Jan kann also in 4 Stunden wenig Wert liefern oder eine ganze Menge. Merkt euch also, nicht die Arbeitsstunden sind entscheidend, sondern der Wert, den ihr liefert. Ein anderer positiver Glaubenssatz ist zum Beispiel, ich bin es wert, viel Geld zu verdienen. Den könnt ihr immer wieder 30 Mal vom Spiegel sagen und schauen, wie ihr reagiert. Oft hat man am Anfang noch Widerstände, die gehen aber langsam weg. So könnt ihr dann positive Glaubenssätze bei euch etablieren. Einen richtig großen Einfluss auf euer Mindset zu Geld hat euer Umfeld. Stellt euch vor, ihr umgebt euch zu 90% mit Menschen, die eine positive Einstellung zu Geld haben. Wenn ihr mit ihnen mehr Zeit verbringt, färbt das auf euch ab. Als nächstes ist wichtig, dass ihr euch klar darüber werdet, wie eure finanzielle Situation ist. Am besten baut ihr euch eine Excel-Tabelle, wo ihr eure regelmäßigen Ausgaben und Einnahmen listet. Ihr könnt auch voll gut Apps nutzen, um eure Ausgaben zu tracken. Dann habt ihr mal einen guten Überblick und es nimmt oft die Panik. Okay, jetzt habt ihr die Übersicht, aber wie spart ihr jetzt Geld? Schaut bei euren Ausgaben mal, was konsumiert ihr? Also, was wird verbraucht, wenn ihr es nutzt? Also sowas wie Lebensmittel, Serien oder Alkohol. Und was investiert ihr? Also, was hilft euch langfristig einfacher Geld zu verdienen? Wenn ihr Bücher zum Beispiel zum Thema Gründen lest, dann ist das eine Investition in eure Zukunft. Ein guter Trick ist, weniger Konsumsachen zu kaufen und dafür mehr Geld in Investitionen zu stecken. Am geilsten ist es, wenn ihr Konsumgüter rausschmeißt, die euch langfristig schaden. Sowas wie Alkohol, Süßigkeiten oder Zigaretten. Dann spart ihr nicht nur Geld, ihr fühlt euch auch besser. Andersrum könnt ihr schauen, was für Investitionen ihr machen könnt. Zum Beispiel gute Werkzeuge oder neue Skills. Jan hat sich zum Beispiel einen Fahrradanhänger gekauft. Jetzt kann er die doppelte Menge an Muffins transportieren und vermarkten. Manchmal reicht es da auch schon, fest mehr Zeit zu investieren, gerade wenn ihr neue Fertigkeiten lernen wollt. Es macht keinen Sinn, das 10. Buch zu kaufen, wenn ihr euch keine Zeit nehmt, es zu lesen. Also, was solltet ihr mitnehmen? Schaut euch an, welche Glaubenssätze ihr und euer Umfeld zum Thema Geld habt. Knüpft euer Gehalt an den Wert, den ihr liefert und nicht an eure Arbeitszeit. Macht euch eine klare Übersicht über eure Einnahmen und Ausgaben. Und reduziert den Konsum und gebt dafür mehr für Investitionen aus. Bis bald!